Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video im Jahr 2022. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Euch wünsche ich erstmal ein frohes neues Jahr, dass eure Wünsche und Ziele bzw. Pläne dieses Jahr in Erfüllung gehen. Ganz wichtig ist aber Gesundheit, deswegen bleibt alle schön gesund. Wir werden das Jahr mit einem richtigen Kracher starten. Wir machen uns einen Currywurst-Eintopf und wenn ihr sehen möchtet, wie der geht und was ihr alles braucht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die genauen Mengen und das ausführliche Rezept sowie alle Infos zu dem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, starten wir wie immer mit den Zutaten. Wir benötigen heute einmal Paprikaschoten, diese in solche Stücke geschnitten, Zwiebeln, diese einfach nur grob gewürfelt. Dann habe ich hier Kartoffeln, auch diese brauchen wir nur grob würfeln und dann bitte gucken, dass er die Stärke so gut abwascht wie geht. An Bratwürstchen habe ich jetzt hier so eine grobe Bratwurst genommen. Ihr könnt natürlich eine feine nehmen, ihr könnt eine Grillbratwurst nehmen. Das macht ihr so, wie ihr möchtet. Außerdem brauchen wir Apfelmus, dann ein bisschen Eiweiß. An flüssigen Komponenten habe ich hier einmal passierte Tomaten. Dann haben wir hier Cola und Balsamico-Essig. An Gewürzen brauchen wir einmal Currypulver, dann habe ich hier Kumin, dann haben wir hier scharfes Paprikapulver und süßes Paprikapulver. Und hier im Vordergrund steht einmal Salz und Pfeffer, das so ein bisschen gemischt, weil das brauchen wir später zum Abschmecken. Dann wären das die Zutaten gewesen, geschnippelt und vorbereitet ist alles, somit können wir gleich starten. Und bevor wir jetzt starten, schauen wir uns natürlich noch einmal das Equipment an. Ich habe jetzt hier meinen DO9A von Barbecue Toro. Ist ein 9er Dutch Oven. Das Rezept ist auch ausgelegt auf so gute 8 Personen. Aber wenn ihr auf meine Website geht, euch das Rezept anguckt, könnt ihr da natürlich die Portionen verändern. Und ihr könnt dann auch einen 6er Dutch Oven nehmen oder was auch immer. Als Hitzequelle nutze ich wieder den Doking, weil der ist für dieses Gericht hier wie mit am besten gemacht. Wir können Kohlen reinmachen. Er hat starke Hitze, so wie ich es brauche. Kann es hier über den Regler regulieren. Aber was genau der Doking ist, kann ich euch hier oben gerne verlinken. Könnt ihr euch anschauen. Aber ihr könnt natürlich auch einen Kugelgrill nehmen. Ihr könnt einen Gasgrill nehmen. Und wenn ihr nur Kohlen auf dem Dutch Oventisch nehmt, müsst ihr euch so circa 20 Stück durchglühen. Ich habe jetzt für den Doking hier nur so circa 13 oder was habe ich jetzt durchgeglüht. Die sind auch gleich im Hintergrund fertig. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Dann sind die Kohlen durchgeglüht, haben im Doking Platz genommen. Jetzt können wir unseren Dutch Oven drauf parken und den lassen wir natürlich erstmal heiß werden. Und jetzt, wo der Topf ein bisschen Hitze hat, können wir da ein bisschen Öl reingeben. Und wenn das Öl dann heiß genug ist, nehmen wir uns die Bratwurst und braten die erstmal an. Haben die Würstchen dann die gewünschte Bräunung erreicht, nehmen wir diese erstmal wieder raus. Und wenn die Wurst dann raus ist, geben wir noch einen Tropfen Öl dazu. Den müssen wir nachher auch wieder abschöpfen. Denn wir werden jetzt unsere Kartoffeln anbraten, damit wir gescheit Röstaromen dran kriegen. Beziehungsweise, dass wir sagen können, wir frittieren das teilweise. Nehmen wir ein bisschen mehr Öl, aber das können wir nachher, wie gesagt, abschöpfen. Und jetzt geben wir dann teilweise unsere Kartoffeln hier rein. Und währenddessen die Kartoffeln da im Hintergrund jetzt vor sich hinbraten, können wir uns hier die Bratwurst aufs Brett nehmen. Und dann schneiden wir uns die hier in mundgerechte Stücke. Dann sind wir wieder bei den Kartoffeln und ihr seht, die kriegen richtig schön Farbe. So soll das auch sein, aber ein bisschen geht noch. Das soll dann für unsere Kartoffeln auch reichen. Jetzt habe ich hier eine Schüssel mit ein bisschen Küchenkrepp drin. Da werden wir die Kartoffeln erstmal rausnehmen und beiseite stellen. Dann werden die Kartoffeln soweit draußen und ich habe hier schon mal so ein bisschen Öl ausgeschöpft, weil, wie ich ja eben schon sagte, wir brauchen nicht alles. Jetzt können wir dann die Zwiebeln reingeben und auch gleich die Paprika hinterher. Und diese braten wir jetzt auch erstmal schön an.
gute 10 Minuten hat das Ganze jetzt vor sich hingebraten. Jetzt nehmen wir unsere Gewürze, geben die dazu. Und auch die rösten wir ganz kurz mit an, auch wirklich nur ganz kurz. Denn wenn der Paprika zu heiß wird bzw. anbrennt, wird das Ganze bitter und das wollen wir nicht. Das soll dann auch genügen. Jetzt löschen wir das Ganze mit der Cola ab. So, und dann warten wir, bis das Ganze anfängt zu köcheln. Und dann lassen wir das so gute 10 Minuten vor sich hin köcheln, denn die Cola soll jetzt so gut um die Hälfte reduzieren. Die Flüssigkeit ist dann um die Hälfte reduziert. So wie das jetzt ist, ist das perfekt. Dann können wir im nächsten Schritt den Balsamico dazugeben. Den Apfelmus. Eiweiß kann auch schon dazu. Dann rühren wir das schön unter. Und ihr seht, das zieht jetzt richtig schön an. Auch das ist richtig. Und dann warten wir, bis das anfängt zu köcheln. Und dann können wir auch schon die Tomaten dazugeben. Und wie eben erwähnt, es fängt an zu köcheln. Jetzt dann die Tomaten dazu. Wichtig hierbei ist, dass er das wirklich gut vorrührt, dass sich die zwei Komponenten, die wir da im Topf hatten, unsere anfängliche Eiweiß, Apfelmus, Zwiebel, Paprika-Mischung plus halt die Tomaten, dass das wirklich 1:1 verteilt ist. Und dann warten wir jetzt nochmal, bis das anfängt zu köcheln. Mittlerweile fängt das Ganze leicht an zu köcheln. Das heißt, wir rühren jetzt noch einmal um. Dann nehmen wir uns ein Löffelchen. Wir werden das Ganze mal probieren. Ja, Konsistenz ist super. Dennoch fehlt Salz und Pfeffer. Aber das war von vornherein klar. Und Currypulver kann das Ganze auch noch vertragen. Das müsst ihr euch dann so individuell abschmecken, wie ihr das haben möchtet. So, auch das rühren wir nochmal unter. So, jetzt will ich aber noch einmal probieren, ob es auch reicht. Ja, so ist die Soße perfekt. Also jetzt warten wir noch mal, bis sie aufkocht, geben den Rest dazu und dann haben wir es fast geschafft. Im nächsten Schritt geben wir dann die Wurst dazu. Heben die unter. Und final dann noch die Kartoffeln. Auch die heben wir unter. Und da wir die ja anfangs gut angebraten haben, sollten die auch nicht mehr so lange brauchen, bis sie gar sind. Ich denke mal, das wird jetzt noch so gute 10 Minuten, Viertelstunde dauern, sobald das Ganze köchelt. Deswegen machen wir jetzt den Deckel drauf. Und wie gerade gesagt, so gute 10 Minuten, Viertelstunde lassen wir das Ganze kochen. Auf jeden Fall nur so lange, bis die Kartoffeln gar sind. Und dann sehen wir uns wieder. 10 Minuten werden rum. Wir schauen mal rein. Rühren nochmal auf. Das war eine Wurst, die hat einen Abflug gemacht. Wichtig ist wirklich, das Ganze so ein bisschen in Bewegung zu halten zwischendurch, dass er da nach 5 Minuten nochmal reinguckt. Jetzt werde ich mir aber hier schnell mal so eine Kartoffel rausmopsen. Da ist sie. Werde mir die hier rüberlegen auf einen Löffel. Werde die probieren. Weil dann kann ich nämlich schnell den Deckel wieder zumachen. Weil da spritzt jetzt ein bisschen. Dann sehen wir gleich aus wie die Sau. Dann gucke ich, wie die Kartoffel ist. Hm? 5 Minuten brauchen wir noch. Und dann sehen wir uns drüben am Tisch zum Probieren. Dann wäre es vollbracht, unser Currywurst-Eintopf ist fertig, so schaut er aus. Und ich würde sagen, das sieht hervorragend aus, wir haben eine richtig schöne sämige Soße. Dann haben wir unsere Wurststückchen, die Kartoffeln, das Gemüse. Wer jetzt möchte, kann natürlich noch so ein bisschen Currypulver oben drüber geben.
um das zu finalisieren. Muss man aber nicht, nur wer es mag. Ja, und dann haben wir es geschafft und jetzt wird probiert. Dann habe ich hier einmal einen Löffel mit allem. Guten Appetit. Vorher muss ich natürlich pusten. So, und jetzt. Wow. Hier, nimmer. Also Currywurst ist ja an sich schon was Geiles. Auch als Currywursttopf ist es mega. Aber hier so als One-Pot-Nummer mit Kartoffeln, ein bisschen Gemüse, dann einer richtig leckeren Soße plus die geile Bratwurst. Das ist wirklich einfach nur der Hammer. Aufgrund, weil wir ja anfangs unsere Kartoffeln gut angebraten haben, haben die so ein leichtes Pommes-Feeling. Klar, durch das wir die hinterher fertig gegart haben in der Soße, sind die so ein bisschen lätschern, aber geschmacklich trotzdem einfach hammergeil. Also die Nummer ist richtig mega, kann man für viele Leute machen. Ist wahrscheinlich auch wieder so ein richtig geiler Partytopf. Und eine Currywurst mal anders. Und wenn euch das gefallen hat, macht das nach, probiert es und schreibt unten rein, wie hat es euch geschmeckt. Boah, was sagst du? Was? Lecker. Super. So, dann hätten wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ihr habt gesehen, so eine Currywurst geht auch als Eintopf. Und wie eben gesagt, das ist wirklich richtig, richtig lecker. Wer auf Currywurst steht, für den ist das Pflicht nachzumachen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken. Dann auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Auf Instagram und Facebook bin ich auch unterwegs. Wer mir da folgen möchte, kann gerne in der Videobeschreibung schauen. Da findet ihr die Links zu beiden Kanälen. Ja, und dann sage ich wie immer, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Video. Ciao.